Und schon wieder ist was zu tun. Die Arbeitsplatten, die ist mir übergeblieben und haben mir gedacht, ich baue mir die für die Außenküche ein. Nur leider Gottes hat die schon etwas durchgebogen. Und jetzt habe ich mir eine Massivholzplatte besorgt. Und werden wir jetzt eine Massivholzplatte da reinmachen. Dazu muss ich das ausbauen. Da hinten habe ich einen Ausschnitt, weil ich da hinten zwei Leitungen habe im Staukasten. Und das bauen wir dann auf. Und das sind so zwei ganz einfache Kunststoffboxen. Da habe ich Gewürze, Grillzange, solche Sachen drin. Und das werden wir jetzt machen. Drehen wir das Ganze um. Dann habe ich da noch einen Trick für euch. Und zwar, wenn man so kurzfristig lackiert und diese Rolle da, dass die nicht auch mit trocknet und hart wird, packt man die jedes Mal, gibt man da einen Handschuh drüber oder ein kleines Plastiksackerl, Säckchen, und dann hält das frisch, dann braucht man da nichts machen. Das immer nicht rauswaschen und das braucht man so nicht. Ich mache das jetzt ohne meiner Schüssel. Denn die müsste ich, da war vorher was Weißes drinnen, ein weißer Lack, und das hat sich natürlich jetzt durch dieses Nitro mit angelöst. Und ich bin jetzt zu faul zum Putzen. Und jetzt machen wir das Tisch da leicht ohne den, einfach so wieder eindunken heißt eintrocknen. So, Kanten wieder mitmachen. Ah, da wird es die Barbara noch rein. So schön ist. Bei den Kanten muss man halt aufpassen, dass man nicht zu viel, weil das läuft dann ab und dann hat man unten drinnen. Muss ich aufpassen. So, wie gesagt, da nehme ich das, stecke das da einfach in den Handschuh rein. Schau, dass das dann noch zu ist. Und so kann ich es jetzt wieder ablegen und warten, bis das trocken ist. Geht das ja jetzt relativ schnell. Das ist auch ein Vorteil von den Nitrolacken. Ihr riecht natürlich jetzt so, jeder wird das kennen, Nitrolacke oder Nitroverdünnung. Das riecht jetzt und das dunstet jetzt aus. Dadurch trocknet der Lack selber und das geht schneller wie bei einem Wasser. Gut, jetzt haben wir alles abschleifen, es ist schon trocken. Das ist eben dieses Scotchbrite, das kenne ich von der Firma Schuller. Das ist so ein ganz, das greift sich ganz grob an. Und mit dem tue ich das jetzt abziehen. Man kann es mit einem Lackschleifer bearbeiten machen, aber ich finde, dass das am besten funktioniert. Ehrlich, wie abwischen. Mehr muss man nicht machen. Die schmiegt sehr super bei den Rundungen so an mit der Hand, wenn man das macht. Und fertig. Ja, das war's. Jetzt noch abblasen, reinigen. Gut, ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich das nicht nur mit der Walze mache, sondern weil ich die Möglichkeit habe, ich werde es jetzt
mit meiner Spritzpistole machen. Ich habe die Kamera absichtlich weiter gestellt, weil ich mir nicht die Objektive versauen will mit dem Kleber. Ich hoffe, ihr seht es genug. Die schöne Seite bei der Platte, die machen wir jetzt am Nachher, das lasse ich jetzt wieder alles trocknen und schauen wir weiter. So, die Platte ist jetzt fertig, wird durchgetrocknet, so wie ich jetzt einen halben Tag und eine ganze Nacht gemacht, durchtrocknen lassen, dass nichts mehr sein kann. Und jetzt montiere ich mir, bevor ich es dann wieder in den Staukasten rein montiere, diese Halterung, die ich mir gemacht habe, was ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, die Kunststoffkisten verstaut sind. Und das muss ich mir natürlich jetzt auch wieder umschlagen auf die neue. Das mache ich jetzt mit dem Stress. Was? So ein Streichmaß, das ist wirklich eine sehr praktische Sache, kann ich auch nur empfehlen, wenn man tischelt. Wenn man genau arbeiten will, dann nimmt man sich, bevor man das da reinschraubt, so ein Stichel. Dann kann man sich das schön positionieren, wenn man das braucht. Positioniert das Loch. Rein. Und dann hat man schon einen guten Anhaltspunkt für den Winkel. Dann den Eisenwinkel oder Holzwinkel positionieren. Die Halterung habe ich absichtlich ausgeschnitten und dann einfach mit meinem, also gerundet mit der Oberfräse, damit man ein bisschen Gewicht spart. Ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel, aber schadet ja nicht. Thank you.
fertig. Kontrolle. Super, passt. Unsere Küche ist fertig. Also Außenküche. Jetzt haben wir das eingebaut. Schaut doch super aus, oder? Mir war wichtig eine einfache Sache. Die Barbara wollte natürlich noch eine Abwasch. Wir stellen dann her, ein Induktionskochfeld kommt dann her. Ich könnte auch unseren Gasflammer, den ich auch noch mit habe, aber mit Gas im Außenbereich habe ich keine guten Erfahrungen. Wenn der Wind geht, das funktioniert nicht richtig. Und mit der Induktion, die haben wir jetzt im Sommer und im Winter in Griechenland benutzt, da raus zu kochen, war voll super. Ausgetauscht habe ich die ja in eine Massivholzplatte, weil ich zuerst eine Spanplatte von drinnen noch übergeblieben ist und die hat sich leicht durchgebogen. Und bevor das schlimmer geworden wäre, habe ich mich dafür entschieden. Größe auf die richtige Größe zugeschnitten, haben wir es selber lackiert, das habt ihr gesehen. Und ganz einfach mit der Kiste, kann man auch rausnehmen, da kann man mal zum Grillen, wenn man woanders das braucht, das mitnehmen, das funktioniert super. Und das wollte ich nur sagen, warum ich der Barbara davon abgeraten habe, eine Abwasche einzubauen. Weil sie wollte es dann auch mit Wasser haben und im Außenbereich mit Wasser, du hast nur Probleme. Du musst das immer alles abschließen oder abdrehen können mit den Schläuchen. Ich habe gesagt, das brauchen wir nicht. Wir machen das so. Einfach abwaschen, entweder mit einem Plastikbox. Das reicht.